mit Schimpansen. Wann hast du das jetzt? Ja. Also, servus meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen auf dem Bavarian Blogger Channel. Was ist anders als sonst? Er ist anders als sonst. Hey, was ist denn da jetzt anders? Hey? Das ist der Alex. Robert Erich, grüße euch. Er ist 35 Jahre alt. Nicht? Aber ich halte mich halt einfach jung, das ist das Problem. Keiner glaubt mir das. Der Alex kann auch gut bayerisch. So halbwegs. Und heint geht's einmal ums Wesentliche. Und zwar Getränke und Aktionen, die man in einem Wirtshaus betreibt. Im Biergarten. Oder im Biergarten. Krieg ich nur eine halbe. Eine halbe ist nichts anderes wie 0,5 Liter Bier in einem Glas. Maus kriege ich noch. Die Masse ist einfach ein Liter Bier in einem 1 Liter Maskrum. Magst du ein Bries? Ein Bries? Das ist Schnupftabak. Zum Beispiel. Ja, nehmen wir einen Katerer, wo? Ein Katerer. Wenn es im Wirtshaus heißt, wird er ein Katerer. Das heißt nichts anderes, also es heißt, wir spielen jetzt Karten. Meistens Schafkopfen. Mensch, jetzt eine Gorsmaus, das war was. Eine Gorsmaus? Ist ein Cola-Weizen mit Kirschlikör und Asbach. Es wird einfach in einen 1 Liter Maskrug eingeschenkt und daraus wird dann getrunken. Oh, eine Laternenmaus? Das suche ich jetzt nicht nach. Eine Laternenmaus. Das ist ein Weißwein mit Kirschlikör und Zitronenlimo. Ja, ein Quasch. Mal fahren. Quasch? Das ist relativ einfach. Quasch ist ein Spezi. Hefers kannst du mir noch bringen. Ein Hefers? Das ist ein Hefeweizen. Bringst du mir ein Radler? Ein Radler, das versteht sich von alleine. Ein Radler kennt jeder. Ich hätte gern nur eins. Wenn man im Wirtshaus sagt, nur eins, das heißt so viel wie, Wirt, schenkt mir nach. Ich brauche noch mehr. Da mal ein paar Stamperl rein, gell? Ein Stamperl? Es ist einfach nur ein Schnaps. Ein Shot, wie ihr es nennen wollt. Ich rede einen gespritzten. Ein gespritzter. Ihr kennt es, Wodka Energy, Jack Cola, ist ein Mischgetränk mit Schnaps. Das war's mit Bayerisch für Anfänger 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger. Jetzt könnt ihr euch in einem Biergarten oder in einem Wirtshaus anständig bayerisch unterhalten. Oder einfach in einer stinknormalen Stiebel, wenn es einiger ist. Oder so. Im Ball. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar hinterlassen oder abonnieren. Und eventuell das Video teilen, damit wir noch mehr Leute erreichen, weil das ist auch eine Option. Oder so, ja. Und dann beschließen wir das Video mit den Worten: Bitte. Satz freundlich.